Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es mal wieder um eine Reparatur. In dem Fall ist es jetzt hier so ein altes Labornetzgerät vom Typ Digi 35 von Voltkraft. Das Gerät an sich geht noch, also wenn ich jetzt hier einschalte, dann kann ich hier die Spannung einstellen, den Strom auch, das hatte ich mal vorhin probiert. Was aber unschön ist, ist zum einen, das sieht man jetzt natürlich im Video nicht oder kann es nicht nachvollziehen, ist, dass das Poti hier kratzt am Ende. Also man merkt es hier im Finger, es kratzt. Ich werde also das Poti austauschen. Und das andere, was viel schlimmer ist, ist hier auf der Rückseite der Sicherungshalter. Der ist nämlich hier angebrochen, also kaputt. Es ist auch keine Sicherung drin. Das heißt, hier innen muss jetzt die Sicherung wahrscheinlich überbrückt worden sein, im schlimmsten Fall. Oder vielleicht ist dort auch noch ein anderer Sicherungshalter, der da drin liegt. Also auf jeden Fall wurde da manipuliert. Das heißt, ich werde hier den Sicherungshalter tauschen und dann natürlich vorne das Poti. Dazu werde ich das Gerät erstmal aufschrauben. Bei diesen alten Voltkraftgeräten hier mit so einem Griff ist es so, dass die an der Seite natürlich Schrauben haben, aber die haben auch hier oben die beiden Schrauben von dem Griff. Und in der Regel ist es so, dass diese Schrauben auch das Gehäuse hier halten. Das heißt, ich werde alle vier Schrauben lösen und dann den Gehäusedeckel abnehmen können. So, die Schrauben sind jetzt gelöst und jetzt kann ich eigentlich den Deckel abmachen. Der geht aber hier sehr schwer ab. Muss ich mal mit dem Schraubenzieher ein bisschen nachhelfen. So, hier hinten auch. Gut, so, jetzt ist er ab. Ja, so sieht jetzt das Gerät von innen aus. Hier großer Trafo, dann Siebelko, nochmal drei Sicherungen. Dann da links sind hier die Platinen für das Display. Auf der anderen Seite ist dann hier die große Leiterplatte zu sehen mit sehr vielen Abgriffen. Man sieht, auch hier wurde der Draht praktisch mit so einem Wachsband zusammengeknüppert, was natürlich sehr teuer ist, auch sehr viel Arbeit natürlich macht. Und ja, sieht man hier den Sicherungshalter, der ist tatsächlich nicht angeschlossen. Und darunter, das sieht man hier kaum, da ist eine Sicherung, also ein anderer Sicherungshalter. Ich hole den hier mal raus. Na, geht ziemlich schwer hier im Moment. Hier ist er. Das ist natürlich so ein breiter Sicherungshalter, das heißt, ich kann ihn gar nicht hier einsetzen. Muss ich also einen neuen besorgen. Und ja, das Poti, es ist da unten. Da komme ich also im Moment überhaupt nicht ran. Das heißt, ich werde diese Platine erstmal abschrauben, sodass ich da rankomme an das Poti. Und ja, werde dann die beiden Teile neu besorgen und dann eben austauschen. Als erstes werde ich mal hier den Sicherungshalter rausmachen, den alten. Dazu habe ich hier einen Schlüssel. Das ist ein 14er in dem Fall. Da macht sich das eigentlich am einfachsten, hoffe ich zumindest. Einfach drehen. Genau, jetzt kann man das also hier rausdrehen, die Mutter. Und da ist er. Also der ist hier irgendwie angeknackst, kaputt, muss also erneuert werden. Und den anderen Sicherungshalter, der jetzt dann noch drin liegt, den werde ich natürlich da auch abmachen. Und dann kommt er auch raus. So, jetzt werde ich hier vorne mal die Leiterplatte rausnehmen, um an das Poti zu kommen, weil da muss ich natürlich wissen, welchen Widerstandswert das Poti hat. Diese Leiterplatte ist hier mit zwei Schrauben befestigt, dort und dort, und die werde ich einfach mal lösen. Die sind am Trafo praktisch angeschraubt. Also insofern sollte das eigentlich ganz gut gehen. Muttern sind nicht vorhanden. Die Gewinde dafür sind in dem Blech von dem Trafo. Das sieht man ja auf der Rückseite. Also schraube ich das jetzt erstmal ab. So, die Schrauben sind hier ab, wie man sieht. Und jetzt kann ich das hier hochnehmen. Ich sehe auch gerade, der Elko hat eine Beule. Also da werde ich wahrscheinlich auch den Elko nochmal tauschen. 4700 μ, 63 Volt. Muss ich mal gucken. Jetzt versuche ich das hier mal zur Seite zu legen.
und zu erkennen, was da für ein Poti drin ist. Deswegen drehe ich das mal um und zeige das gleich nochmal von Nahen. Ich habe jetzt hier diese Leiterplatte mit dem blauen Elko mal zur Seite gelegt und da unten das hintere Poti, das ist das Poti für die Spannungseinstellung. Wenn ich jetzt da reinzoome, dann sieht man, dass das ein 50K Poti ist. Ist also jetzt auf dem Kopf. Ich drehe mal die Kamera. Dann sieht man es hoffentlich. Ja, also es ist ein 50K Poti linear. Und die Frage ist, wie ich das jetzt natürlich da rausbekomme. Denn es ist so, dass hier so ein Winkel ist, so ein Winkelblech. Und da sind beide Potis angeschraubt. Dieses Winkelblech kann ich natürlich abschrauben. Und muss aber gucken, dass hier irgendwelche Drähte ja noch dran sind von dem Kabelbaum. Da muss ich also erstmal vorher noch mal ein paar Fotos machen, wie das zusammengelötet war. Und dann schraube ich das ab und versuche dann hier dieses Poti einfach mal dort von diesem Winkelblech auch wegzunehmen und abzuschrauben. Dazu werde ich natürlich das Gehäuse hier umdrehen und dann hier die beiden Schrauben mal lösen. So, das Blech ist jetzt lose. Man sieht also hier die Potis wackeln. Und jetzt muss ich bloß noch die Drehknöpfe abmachen. Und normalerweise ist ja so eine Kappe hier vorne dran. Oder man kann sie abziehen. Das weiß ich jetzt leider nicht. Ich dachte, die wären geschraubt noch. Gut, da muss ich mal probieren, wie die jetzt da montiert sind. Ob die nur raufgesteckt worden sind oder ob man hier diese Kappe abmachen kann. Wenn man diese Kappen nicht abbricht, gleich mit dem Fingernagel, dann kann man hier mit dem Cuttermesser mal reingreifen und gucken, ob denn die Kappe abgeht. Und das werde ich jetzt mal probieren. Also ich bin da mit dem Cuttermesser mal reingegangen, vorsichtig. Ich habe also beide Kappen abmachen können. Das heißt, die Drehknöpfe sind hier wirklich angeschraubt, sodass man die jetzt hier ganz normal mit dem Schraubenzieher lösen kann. Ah, der ist etwas zu groß, muss ich gleich nochmal einen anderen nehmen. Dann ziehe ich die Drehknöpfe ab und kann dann auf der Rückseite die Potis dann auch rausnehmen hier aus dem Gehäuse. So, ich drehe sie jetzt ab. Einfach nur ein bisschen lösen, dann kann man sie normalerweise abziehen. Ja, ist schon etwas älter das Gerät, deswegen geht es vielleicht etwas schwer. Jetzt kann ich hier die rausnehmen bzw. schon mal soweit lösen. Ich gehe da auch noch mal mit der Kamera rein. Ich zeige das mal hier. Also jetzt liegt es da so lose drin. Und ich komme jetzt aber zumindest an das Poti ran hinten. Kann es da also abschrauben und kann da auch ein neues dann einsetzen. Ich muss natürlich vorher noch dann hier die Drähte und so weiter von dem Poti ablöten. Ich komme jetzt noch nicht so gut hier an die Potis ran. Deswegen habe ich Folgendes gemacht. Ich habe hier das schwarze Kabel hier von dieser Leiterplatte einfach mal abgelötet, dass ich hier diesen Elko mal zur Seite legen kann. Und dann kann man hier reinzoomen und dann sieht man hier, wie das Poti angeschlossen ist. Also hier auf der einen Seite an Schleifer und an das eine Ende und auf der anderen Seite ist eben nur das Ende angeschlossen. Ich muss mir die Farbkodierung natürlich nur merken. Also das hier vorne an der Stelle ist weiß-schwarz und hier ist nur weiß. Das löte ich jetzt ab und werde das Poti dann wirklich rausschrauben. Dazu nehme ich einfach hier einen Schraubenzieher zur Hilfe und werde dann den Draht hier hochdrücken, so, und hier den anderen genauso. So, dass es dann ab ist. So, jetzt ist es ab und jetzt kann ich hier wiederum auf der anderen Seite natürlich das Poti hier abmachen und dann auch tauschen. Die beiden Potis sind jetzt hier frei, ich komme gut ran und es ist ja von vorne gesehen das linke Poti, also dieses hier. Dann nehme ich jetzt einfach hier wieder einen Schlüssel und werde das lose drehen, die Mutter. Das reicht schon. Und dann kann man das hier abdrehen und das Poti kann ich dann eben rausnehmen. Es war jetzt zwar etwas umständlich, aber es funktioniert zumindest, hier ist es. Und diese Scheibe darf ich natürlich nicht vergessen. Hier ist auch noch eine große Scheibe drunter. Und das ist eben hier nun dieses 50K Poti. Wo steht's? Da steht's.
50K linear. Gut, also ich werde es besorgen, ein neues und dann wieder einbauen. Wie man sieht, habe ich jetzt hier die Ersatzteile besorgt. Das ist einmal hier das Poti. Hat zwar jetzt eine Metallachse, spielt aber gar keine Rolle. Und das alte sieht eben so aus. Muss natürlich noch die Achse dann entsprechend kürzen. Und diese größere Scheibe, die passt hier auch auf. Und zwar ist hier auch so eine Nase am Poti dort. Da kann man diese Scheibe so einrasten, sodass ich das Poti dann, wenn es eingeschraubt ist, nicht verdrehen kann. Und dann habe ich hier den neuen Sicherungshalter. Und Vergleich mit dem alten ist etwas kürzer, aber vom Durchmesser, von der Größe her, müsste er dann da locker reinpassen. Gut, dann werde ich das erstmal jetzt einbauen. Erst den Sicherungshalter und dann das Poti. Zunächst werde ich hier die Leitung von dem Sicherungshalter ablöten. Dazu werde ich vorher mit dem Cuttermesser hier die Schrumpfschläuche auftrennen und abmachen. Und danach dann direkt ablöten. Ja, also so kann man das machen. Einmal hier längs geschnitten und dann geht das eigentlich, sowas geht eigentlich ganz gut und dann kann man die Leitung hier ablöten von diesem Sicherungshalter. Hier muss ich noch ein bisschen nachschneiden. Geht auch nicht so richtig ab. So, und auch hier ab damit. Gut, und jetzt kann ich erstmal den Sicherungshalter, erstmal den neuen hier in das Gehäuse dann einsetzen. Hier ist die Bohrung von dem Sicherungshalter und ich habe mal probiert, ob der passt. Also der passt wirklich perfekt. Durchmesser stimmt und der geht auch nur in eine Richtung, nämlich so. Und jetzt kann ich ihn eben ganz normal hier einfach anschrauben. Wahrscheinlich werde ich noch mal ein bisschen Schraubensicherungslack dort reinträufeln, dass der sich da in keinem Fall lösen kann. Und jetzt kann ich die beiden Enden, die ich jetzt hier abgelötet habe, dort wieder ranlöten. Hier habe ich jetzt ein bisschen Schraubensicherungslack raufgeschmiert. Und zwar ist es hier so ein Lack. Schraubensicherungslack, Baderlacke in Grün jetzt in dem Fall kriegt man in verschiedenen Farben. Und was jetzt wichtig ist beim Sicherungshalter, ist, dass die Leitung, die jetzt vom Netz kommt, also von außen, die muss immer an den unteren ran. Also in dem Fall ist es der und es ist dieser braune. Das heißt, diesen braunen muss ich hier unten anlöten und den schwarzen löte ich dann hier oben an. Der schwarze geht also ins Gehäuse dann rein zum Netzschalter. Das werde ich jetzt erstmal tun. Und was ich auch machen werde, ich werde auch hier nochmal Schrumpfschläuche rüberziehen, damit es auf jeden Fall sicher ist, dass da nicht irgendwie mal jemand gegenkommt, wenn man das nochmal aufschraubt oder so. Bisschen pusten kann man denn, damit es schneller denn fest wird. Hier oben auch. So sieht es jetzt also aus. Ich habe hier den Schrumpfschlauch nochmal mit dem Heißluftföhn geschrumpft. Und als nächstes werde ich jetzt das Poti bearbeiten. Und dazu muss ich das natürlich in der Länge anpassen. Und wichtig dabei ist, wenn man sowas macht, dass man immer von dieser Grundfläche aus hier unten misst und nicht hier vom Gewinde. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal das Original-Poti nehme und nachmesse, dann ist das hier von hier unten ungefähr 25. Das heißt, ich muss jetzt also bei dem anderen hier auch von hier unten dann 25 die Achse kürzen und dann sollte das eigentlich auch passen. Das mache ich natürlich ganz normal mit einer Eisensäge.
Bei Potis mit einer Kunststoffachse kann man es auch oft mit einem Seitenschneider einfach machen. Also hier muss ich eine Eisensäge nehmen, werde es zurechtsägen, die Achse hier von dem Poti, und dann wieder einbauen. So, das Poti habe ich jetzt hier zurechtgeschnitten. Ich mache mal einen kurzen Test. Einfach so mal zusammenlegen und dann sieht man, okay, passt. Und jetzt kann ich es einbauen und dann sollte das eigentlich auch alles funktionieren wieder. Eingebaut ist wieder alles. Also hier ist die Leiterplatte mit dem Elko zu sehen und hier unten dort ist das neue Poti zu sehen. Jetzt werde ich einfach den Deckel nochmal drauf machen und das einen Funktionstest einfach mal durchführen. Ja, der Deckel ist jetzt hier drauf und wenn ich einschalte, dann kann ich hier mit dem Poti die Spannung natürlich einstellen und man sieht, ich kann hier bis 31 Volt hochgehen. Das war ja vorhin nicht der Fall und die Ursache war also hier dieses defekte Poti. Zum Schluss werde ich natürlich noch hier die Kappen raufschrauben und auch den Griff anbringen und dann ist das Gerät eigentlich repariert. Ja, das war es mal wieder hier zu diesem Thema und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß und tschüss.